Warum überrascht mich das jetzt nicht? Aber okay. Von mir aus. Mal gucken, ob ich das Ding jetzt im First Try gelegt bekomme. Ah, das ist schon wieder so ein Monstervieh. Ich tippe mal auf 30.000 HP, die das Ding mitbringt. Aber die sehen alle geil aus, die Bosse. Hier kann man nicht anders sagen. Devil? This is another of the 77 devils mentioned in the Testaments. One of the two gatekeepers of Gehenna and leader of a vast army of minions, Rostrum the Savage. Savage. So, das ist schon wieder dieses Wort, ne? Yeah, are you insane? How do you think you can handle something that powerful after bringing it to life? I need not worry, for I have you to defeat it for me. Enjoy! Okay, wie er schon voll davon ausgeht, dass wir den auch tatsächlich besiegen. Super, dann wird das schon wieder ein Part sein, den ich aufsplitten muss. Hasse ich ja wie die Pest, aber... Na gut, müssen wir mal gucken. So, da muss ich euch ja hier eigentlich wahrscheinlich jetzt hier wieder neu willkommen heißen, ne? Ich weiß nicht, wann ich jetzt zum Cut ansetze. So, kann ich hier die Kamera irgendwie drehen? Also, ich meine nicht, dass ich seinen Rücken hässlich finden würde, aber ich würde halt schon gerne sehen, wie meine Leute gerade stehen. Ah, okay. Manchmal kann es halt so simpel sein, ne? Ach, das sind seine Arme. Ich dachte gerade, das wäre irgendwie noch ein separater Gegner. So, Rostrumbug. Rostrumbug oder so, keine Ahnung. Schade, dass wir die Informationen hier nicht haben. Also, den Text dazu. Hatte ich aber eine Zeit lang mal. Das ist... Ah, ich weiß, woran es liegt. Tita wird das angelegt haben, ne? Das ist doch alles scheiße, ist das. Das missfällt mir gerade zutiefst. Aber gut, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Dann ist das halt so. Wogegen sind denn die ganzen Herrschaften hier empfindlich? Das hier ist Mirage. Oh Gott, jetzt haben die auch noch alle andere Empfindlichkeiten. Du bist am ehesten gegen Gelb. Empfindlich Gelb? Gelb hat aber in den Vorgängern keine eigene Kategorie gestellt. Das ist das, was Dark Matter unter anderem ist, ne? Okay, warte mal. Haben wir jetzt auch gesehen, wie viel Energie der hat? Über 30.000 sogar. Okay, na, das könnte ja interessant werden. Aber Leute, wisst ihr was? Eigentlich stehen wir ganz gut da, denn wir haben noch unsere ganzen vollen CP, ne? Was ja schon mal gut ist. So, ich muss jetzt leider nochmal kurz gucken. Ich werde mich nämlich komplett auf den Großen stürzen. Schwarz und Gelb. Da habe ich leider in beiden Fällen keinen... Warte mal, kein Flächenangriff. Aber vielleicht kann ich mit den Support-Sachen irgendwas machen. Agilität war so ausweichen, ne? Und Speed war, wie schnell die an die Reihe kommen. Grants Protection from the Earth. Hier haben wir den erhöhten Speed. Ich habe gerade irgendwie voll Angst, ne? Ich komme gerade nicht aus dem Knick. Es tut mir leid, aber ich muss mich hier erstmal ein bisschen sammeln. So, das machen wir. Ich weiß halt immer noch nicht, ob, er macht das mal einmal auf sich selbst, so. HP hier, HP hier, dann haben wir hier Forte. Forte hat sich im letzten Bosskampf schon ganz gut, gelohnt, finde ich. Ich lasse dir das mal auf sich selbst casten. So, und du kannst dann... Warte mal, wenn ich den Forte-Effekt drin habe und dann mein S-Break lostrete, habe ich dann den Schadensbonus auch beim S-Break? Das wäre irgendwie charmant, ne? So ein bisschen. 72 kostet Dark Matter. Okay, davon werde ich auf jeden Fall Abstand nehmen. Und wir werden... Oh, ich weiß nicht, Joshua ist irgendwie so ein ganz komischer Hybrid. Ich werde ihn mal zaubern lassen und du... Bist du zufällig auch Forte? Nee. Noch ein Forte wäre schön gewesen, aber du kannst trotzdem Reese mal den Speed Boost geben. So, und wir werden jetzt nämlich in die Offensive übergehen und uns hier zwischen die Gegner drängeln und uns nach und nach viele schöne Sequenzen angucken, während ich kalten Kaffee schlürfe. Prost! Ich muss sagen, ich glaube, dass von Reese der S-Break-Angriff, der gefällt mir von allen, die wir bisher hier gesehen haben im Spiel, schon am besten. Wobei, den von Joshua kennen wir jetzt auch noch nicht, ne? Aber den werden wir mit Sicherheit gleich kennenlernen.
Die Minions sind weg. Irgendwie sehen die creepy aus. Ich finde aber, die haben auf ominöse, makabre Art und Weise auch irgendwie was Niedliches. So, jetzt kommen hier unsere ganzen Verstärker. Soul Blur von Joshua, da bin ich gespannt. Oh, über 2000. Sehr gut. Also das ist mehr, als ich erwartet hatte. Dann nimmt er mir gerade so ein bisschen die Sorge. Ach, warte mal, ich kann jetzt zum nächsten Angriff schon wieder ansetzen. Dann nimmt er mir gerade die Sorge, die ich eingangs noch hatte. Ach, guck mal, das geht über das gesamte Feld. Jawohl. Sehr cool. Ich weiß leider nicht mehr, ob wir das aus den Vorgängern heraus auch schon kennen müssen. Oh Gott, jetzt kommt der natürlich mit seinen ganzen Superattacken. Das hat wehgetan. Ich hätte uns alle mit Kevins Dings noch schützen können, ne? Aber egal. Gucken wir uns jetzt noch Trinity Kreis an. Und dann wissen wir, dass Kevin die nächsten Runden wahrscheinlich ausschließlich mit Heilung beschäftigt sein wird. Aus gutem Grund. Wobei, warte mal, sobald er jetzt seinen Zug gemacht hat, wird er schon mit seinem Guard-Effekt um die Ecke kommen. Warte mal, aber erstmal, wir stehen nämlich gerade alle auch so schön kompakt beieinander. Das heißt, ich werde einmal das hier machen. Der kommt sogar noch an die Reihe, bevor der Gegner das nächste Mal ausholen kann. Boah, ich weiß nicht, wenn ich jetzt mit Reese attackiere. Hä, sollte sie nicht den Angriffsboost bekommen? Der Gegner das wieder weggemacht? Auf jeden Fall ist es nicht aktiv. Okay, warte mal. Ich glaube, dann sponsert sie sich das mal selbst. Ich finde nämlich, dass sie auf jeden Fall die Heilung mit abbekommt. So, dann können sie nämlich jetzt gleich mit ihrem Forte-Zauber um die Ecke kommen. So, und dann kann ich mich jetzt hier zwischenmogeln, indem ich die Leute schütze. Und dann können wir in der nächsten Runde, wenn der Gegner jetzt einmal sein Angriff vom Stapel gelassen hat, volle Möhre auf den Rauf. Mit Zaubern und mit physischen Angriffen. Und dann sollte das auch hoffentlich geschafft sein. Ich finde den sogar fast noch cooler als den letzten Boss, den wir da in der Arena bekämpft haben. Ja, ich glaube, der gefällt mir besser. Ja, ich glaube, das hat wehgetan. Das war vom Timing wahrscheinlich nicht die allerschlechteste Idee. Ach, wir haben unseren Schutzschild noch? Was ist denn da los? Warum ist denn der nicht weg? Also nicht, dass ich das irgendwie gewollt hätte. Okay, das ist echt wenig Schaden. Das ist verdammt wenig Schaden. Was ist denn da los? Also casten wir jetzt hier alle die ganze Zeit Soul Blur oder was? So, ich muss jetzt mal gucken, dass ich meine Leute ein bisschen entzerre. Da gehen mir jetzt leider Schachzüge flöten, ich weiß. Aber der scheint mit seinen Flächenangriffen ja, auch nicht gerade sparsam umzugehen. Beziehungsweise hat er bisher, glaube ich, auch nur Flächenangriffe gemacht, ne? Wenn wir alle so beieinander stehen. Ich glaube, das ist nicht die allerbeste Idee. Ja, das wird sie jetzt zwar hart treffen. Nee, Gott sei Dank noch nicht. Aber hätte sie jetzt rundherum noch ein paar andere Leute zu stehen, hätten die wahrscheinlich auch ordentlich was auf die Mütze bekommen. Deswegen, Zaubern wären besser gewesen, ich weiß. So, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Speed. Wobei den Speed-Bonus, den hat Kevin immer noch aktiv. Firebolt X. Ich bin gerade ein bisschen hin und her gerissen. Eigentlich müsste ich jetzt die stärksten Magier so ein bisschen pushen, aber weißt du was? Eigentlich müsste ich auch ein bisschen weiter weg. Ich stelle sie jetzt einfach mal hier hin. Ich hoffe, das ist nicht zu weit weg. Aber zumindest die Jungs kann sie mit ihren Unterstützungszaubern noch weiter unterstützen halt. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir hier konsequent Soul Blur gecastet kriegen. Oh, das ist jetzt natürlich bitter, wenn so ein kleiner Furzgegner uns dann den Guard einfach weghaut, den Effekt. Na gut, lässt sich nicht ändern. Die stehen da auf jeden Fall gerade gut. So, und jetzt kann ich Clock Up nämlich auch auf Joshua casten. Genau. Ist jetzt natürlich blöd, weil sie den Forte-Effekt noch drin hat und der jetzt so ein bisschen ja, so ein bisschen sinnlos ist, wenn sie da in der Ecke rumsteht, aber
den Magiern sollten wir schon den Vortritt lassen. Beziehungsweise sie kann ja auch Soulblur casten. Ich glaube, da wird sie sich auch gleich einklinken. So, die Frage ist nur, was mache ich mit Julia? Die ist so ein bisschen verloren hier. Oder kann sie vielleicht... Na gut, sie kann auch Soulblur casten. Aber vielleicht sonst noch irgendwas? Weil sie könnte ja auch immer wieder diese Schilde hier reaktivieren. Ich glaube, das mache ich mal. Das ist, glaube ich, ganz gut, weil das mit der Heilung ist hier ein bisschen schwierig, weil ich will nicht, dass meine Leute so nah beieinander stehen. Was aber schon notwendig ist, wenn ich effizient meine Runde heilen möchte. Das ist so... Ja, bin ich gerade so ein bisschen hin und her gerissen. So, HP hier kommt gerade ganz gut. So, komme ich von hier aus an den Gegner ran? Das ist der Fall. Sehr schön. Oh Gott. Der lädt sich gerade für irgendwas auf. Ich sehe schon. Ja, Earthguard sollte einfach immer aktiv sein. Eigentlich brauche ich jetzt auch gar nicht so die Angst zu haben. Ja, okay. Es sei denn natürlich, die Kleinen hauen mir meinen Dingsschutz weg. Das ist natürlich blöd, aber ich bleibe jetzt offensiv. Ich kann notfalls, kann ich ja wiederbeleben. Der Kevin auch dementsprechend die Quarze ein bisschen danach ausgerichtet. Quarze. Kommt, Kinder, ihr werdet das irgendwie schon überleben. Ich glaube ganz fest an euch. Mit ihm werde ich jetzt auch zaubern. Entfernung passt auch. Ja, lieber sie angreifen, als von irgendwem anderen noch die... Ach so. Noch den, diesen Schutzdings da wegzumachen. Aber der macht's nicht mehr lang. Hä? Hä? Spuckst du gerade deinen eigenen Chef an, oder was ist hier los? Ich weiß nicht, vielleicht lässt er mit sich nicht über bessere Bezahlung reden. Hä? Ich habe eigentlich den anderen gerade angegriffen. Sag mal, bin ich gerade total Banane? Irgendwie passieren hier gerade Dinge, die ich gar nicht möchte. Aber ich glaube, der braucht jetzt auch nur noch einmal anzaubern. Einmal nur noch. Leute, tut was. Ich glaube, Joshua wird derjenige sein, der gleich den Finisher vollziehen wird, oder? Komm, Joshua. Alles liegt in deiner Hand. Und er ist down. Weh, du hast Self-Destruct. Boah, ist das hell. Beziehungsweise, boah, ist das dunkel in meinem Zimmer gerade. Ja, geil. Cooler Bosskampf auf jeden Fall, der deutlich schwieriger ausgefallen wäre, logischerweise ohne die ganzen CP, die ich mitgebracht habe. Aber so werde ich es jetzt wahrscheinlich bis zum Ende des Spiels durchziehen. Aha, guck mal hier. 1000 Sparrows. Sehr cool. Und gefühlt 1000 Zippets noch obendrauf. So muss das. Ja, aber wir bekommen auch deshalb so viel, weil ich Josette ja noch als Supporterin drin habe, ne? Darf man nicht vergessen. Oh, meint 3. Sehr schön. Die Dreierquarze sind mir besonders willkommen. Aber jetzt gucken wir erstmal, was hier abgeht. Ist der Spuk jetzt schon vorbei? Yeah, that thing was crazy. I can't believe we were able to defeat it. But now... Yeah. That was a truly delightful spectacle. Well, take your reward. You've earned it. Der spielt so ein bisschen mit uns, oder? Der hätte uns das eigentlich nicht aushändigen müssen, wenn er wirklich gemein wäre. Oh. So ganz checke ich den Bösewicht hier noch nicht. Aber ein Ceiling Stone. Erstmal ein Grund zur Freude, oder? Thank goodness. I'm glad we got it for you, Julia. Hey, surprised you make good on your promises. Now you're ready to cut down to the chase. What do you want from us? Das ist die Frage, die ich mir vorhin schon gestellt habe. What the hell is the point of all of this? Haha, poor Kevin Graham, poor pitiful Kevin. Please try not to let me down any more than you already have. I am a phantasm, a shadow. Much as a shadow only exists when there is something to cast it, I too only exist because of something within your number. Do you grasp my meaning? Nein, what? Okay, es wird creepy. Kevin? How could I? You're just spouting nonsense. If you think being all cryptic is gonna confuse us and lead us astray, you're very much mistaken, buddy. True enough, spouting cryptic nonsense is simply what I do. That is what you believe, is it? Then it must be true.
Der spielt mit uns. Der macht sich einen richtigen Spaß draus, uns in die Irre zu führen. Ryu. Haha, perhaps I ought to go by a different name after all. How do you think Lord of Nonsense sounds? More fitting, perhaps? I said screw you! Das wird ihr nicht umgenietet haben. Das kam gerade trotzdem sehr überraschend. Kevin? Der kennt den, oder? Oder der hat gerade irgendeine Erinnerung in ihm hervorgerufen, die ihn sehr, 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 sehr wütend macht. What's wrong with you? Kevin hat bisher nie seine Kontenance verloren. Das ist schon außergewöhnlich gerade. Nothing, don't worry. That's literally just a shadow. It is? Ah, okay. Oh. So, that was a body double, or an empty shell is more appropriate in this case. They must have switched while we were fighting that devil. I commend you for noticing. Still, your role on this plane is now over. Add the wings of white to your number and journey on deeper into the abyss you stand inside. I shall be awaiting our next encounter. Gruselige Figur. Ich könnte an deren Stelle hier nicht ruhig schlafen. Aber die werden schon damit umzugehen wissen, oder? Leute, Jungs und Mädels. Please, they take their overblown theatrics way too seriously. Our resident evildoers going to have to work on their act if they want to sound like anything more than a walking cliché. Anyway, we're done here and we've got ourselves another ceiling stone to open up. So let's mosey on back to the base. I think we all know who's inside at this point. Yeah. Thank you, I appreciate it. Also ich werde jetzt keine Tipps mehr abgeben. Irgendwie habe ich damit immer so ins Klo gegriffen, aber wir haben Chapter 2 abgeschlossen. Okay. Das heißt, jetzt wird wohl eine wichtige Person kommen. Zwinker, zwinker. Ich drück mal. Und ich speichere mal. Und ich gucke mal. Mit euch zusammen. I'm so sorry, Kevin. I failed as your mother. But I'm so tired. I'm so, so tired. At least this way. At least this way the two of us can. Warte mal, ich habe gerade komische Geräusche gehört. Aber die kamen nicht aus diesem Zimmer. Okay. Ich liebe diese Rückblenden oder Hintergrundinfos, wie auch immer. Die schönste fand ich bisher war die, wo Kevin da saß und Reese und ihre Schwester da aufgetaucht sind und sich um ihn gekümmert haben. That dream again? How long is it going to take before it goes away? Ist das jetzt der aktuelle Kevin? Also unser Kevin in der jetzigen Zeit? It had to happen on Rufina's big day too. Rufina war die Schwester von Reese, oder? Oder haben wir ihren Namen jemals zu hören bekommen? Irgendwie sagt mir der Name was, aber ich bin mir gerade nicht sicher. I was hoping I'd be able to stop worrying her when I got older, but at this rate... Reese, I'm sure she's plenty used to you worrying her already. Okay, also das liegt schon ein bisschen weiter zurück. Ja, der hat auch noch nicht so breite Schultern, die sind ja noch Kinder oder Jugendliche, keine Ahnung. Ich tippe aber trotzdem auf Kinder. Uh-oh, it's you, Reese. Don't scare me like that. How long have you been in here? For a while. We're supposed to be cleaning the chapel today, but you weren't getting up, so I came to check on you. You seem to be having a nightmare, though, so I thought I'd wake you. Uh-oh, okay. Haha, sorry, Reese. I was being a pain for you again, wasn't I? No more than usual. You've been a loser since the day I met you. Das ist voll gemein. Wie kann sie das einfach so frei heraus sagen? I don't expect that to change anytime soon. Ouch, kick a guy while he's down. Why don't ya? Well, whatever. We don't want to be late for breakfast on Rufina's big day. So let's go and get this done. Alright. Naja, aber ich gehe mal davon aus, die sind schon so ein bisschen wie Bruder und Schwester. Ja, das wird schon nicht so böse gemeint sein, denke ich mal. Ah, Rufina? Oh. Oh
Gott, ist sie hübsch. Sieht ein bisschen aus wie Estelle, oder? Auch weil die Haare vorne so komisch nach oben gehen. Good morning, you two. I wasn't expecting to see you here this early. Are you on cleaning duty today? Yes, but... Well, what are you doing up so early? You've got a long journey ahead of you. You need plenty of sleep or you're gonna be exhausted before you even get there. I mean, isn't Arteria ages away from here? Well, yes, but I won't be able to offer my prayers to Eidios here again for quite some time, so I decided to get up early and pray for all the days I'm going to be missing too. Seriously, that's why? Hehe, that's very you. Are you really going to be that busy though? I thought you might be able to come home from time to time at least. I wish I could say otherwise, but I probably will. I've only just become a squire, so there will be plenty of work in store for me. I'll be lucky to find time to sleep. Never mind, come home. I might be able to squeeze some time into my schedule once I've gotten the hang of the workload, but until then... Okay. And that's why you've got to sleep now while you still can. Come on, you've done enough praying for one day, so go back to bed until breakfast or something. You're so cold to me. What? How? I thought you'd want to make the most of the time you've got left with me, but it's like you don't even want me here. Did I do a bad job at raising you? I never said I didn't want you here, and you might have done a lot for me, but raising me is a stretch. It's okay, he's just embarrassed. He's actually more than happy to talk to you, he's just terrible at showing it. Der Blick. Oh, get over yourself. Is that so now? I should have known. You're such a typical boy, Kevin. They all act indifferent to avoid letting their loved ones know just how much they care. And don't forget, he's at that rebellious age, too. Wie alle voll von oben herab über ihn reden, so als wäre er gar nicht da. How have I managed to survive being twisted around your fingers for so long? Is trying to toy with the hearts of innocent young boys a family thing or what? Es trägt auf jeden Fall zum Amüsement des Spielers bei. Hehe, oh, I'd hardly say young. It's been about 5 years by now, you know. Ah, speaking of which, I think I'm starting to get a craving for some chocolate. Maybe I should pick some up on the way to the station. Quincy Bell, of course, for obvious reasons. Oh, the new mint chocolate's my current favorite. The fresh aftertaste mixes in with the chocolate's flavor really well. I'll admit that does sound tempting, but I think I'm more in the mood for the classic milk this time. Jetzt habe ich auch Bock auf Schokolade, hört auf darüber zu reden. That flavor will always be a fond little trip down memory lane for me. Because of how we met? Ja, stimmt, die haben ihm ja damals Schokolade gebracht, ne? Kevin, you're disgusting. Why? Hehe, I think we all get that warm and fuzzy feeling when we look back on it. After all, the day you came to live with us, Kevin, was the start of many, many new and wonderful memories. I treasure every single one I've made during these 5 years. They're all priceless to me. Then why did you decide to become a squire and leave us? It just doesn't seem like the right job for you. Even if you wanted to be in the church, couldn't you have become a sister at the chapel in town or something? I'm sorry, Kevin. Apparently, I've just got the aptitude for it, or so I've been told. I feel like the best thing I can do is make use of that and try to help people in the best way I can. Of course, there's always the chance I won't be cut out for it at all and will have to come home anyway. There's no way a girl as naive as you is gonna be any good with the kind of crazy tough stuff you'd have to do. You better come straight back home once you've had enough. Really? Well, if it does come to that, I'll be expecting a nice warm welcome from the two of you. And with that, I believe this conversation has done a lovely job with helping you procrastinate cleaning for long enough. Should I lend a hand? If we're going to do the job, we might as well do it perfectly and have the whole chapel sparkling. Irgendwie sind die schon herzallerliebst zu dritt so. Ja, also das ist nicht so eine...
total gähnend langweilige Wir-haben-uns-alle-lieb-Freundschaft schon, sondern schon so ein bisschen mit Schmackes, sag ich mal. Golden Road, Silver Road. Okay. Mal gucken, was jetzt hier passiert. Ach, machen die jetzt direkt den Cube auf? Ja. Danke, dass ich den Zeitpunkt selbst bestimmen durfte, aber ich hätte das eher als nächstes gemacht, von daher ist das schon okay. Verzeih ich dir gerade nochmal so, Spiel. Ich glaube, es wird jetzt langsam sehr, 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 sehr schwer, sich für eine favorisierte Truppe zu entscheiden. Two lights? I wonder if the other one could be... Es kommt Chloe und ihr Vögelchen. Na? Na? Na, 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 na? Wer sonst? Ja, das war klar. Keine Chloe ohne Sieg. Ist ja wohl klar. Well, what just happened? Da ist sie. Es ist so schön, sie wiederzusehen. Julia, did you not leave for a training exercise on board the Arsail? I'm so relieved to see you safe, Your Highness. Haha, I see Sieg is with you too. Hmm? He is, but I'm not quite sure what's going on. Dann lass es dir von uns erklären. What? Ah, meine Lieblingsheilerin aus den letzten Teilen. Mal gucken, ob ich sie irgendwie wieder implementiert kriege. Haha, long time no see. Hi, Chloe. I sure wasn't expecting to run into you here. Well, what are you all doing here? Oh. It's good to see you again, Chloe. And Sieg too, of course. You too look well. Thank you. I'm not sure what to say. I feel like I should be waking up any moment now, but I'm not sure I even want to. Weil du dich so sehr freust, Joshua zu sehen, ne? Ich seh's doch in deinen kleinen Pixelaugen. I see. We found ourselves in quite the predicament, haven't we? Spricht man das so aus? Keine Ahnung. I'm relieved to hear that the empty Grancel you found wasn't a real city at least, but still... Unfortunately, that doesn't necessarily rule out the real capital being in danger. We're dealing with something that has such great power it can create a flawless replica of a vast city. There's no telling how far its influence could extend. Wraith, surely there's no need to worry her so. We have nothing to gain from shying away from the truth. If anything, she's helping me better understand the gravity of the situation we're in. I'd like to help with the investigation if I can. I'm not sure I could do much more than what you're already doing, but I won't drag you down. But Your Highness... I'm sorry, Julia, but I'm afraid nothing you can say will change my mind. I may not fully understand the situation we're in, but I do know that it threatens the safety of our capital, perhaps the whole nation. I'd be a disgrace as a crown princess if I were to just stand by and do nothing while the people I will one day rule over are threatened. Wow, you're amazing, Chloe. As you wish, Your Highness. Well, welcome to the team. Great, I'll do what I can. So, is our next destination that teleportation circle at the end of the sealed area? Yeah, that should let us travel to the next area, or by the sounds of it, to the next plane. Yeah. That appears to be the technical name for the various areas that make up the land we're in. It's a concept used in Deception Church too. Our world is made up of a number of planes or realms situated on top of one another. At the top is the sky where the goddess dwells, below that is the earth where we live, and at the bottom lies Gehenna, where sinners are judged. Those are the main three, but in between them there are countless other planes or realms too. So in other words, the farther down we descend, the less the blessings of the goddess will be able to reach us. Hey, can you not say stuff like that? With all the creepy monsters roaming around, it's freaky enough around here as it is. Du wirst mit Sicherheit auch gar nicht mitkommen. Davon kannst du ausgehen, wenn das Spiel mich nicht zwingt. You sound like a child who's afraid to walk around the house when the lights are off. Although I suppose that does make sense, given that you truly are a child. I am so not a child.
Anyway, if that fake grandson was the second plane, the next one's the third, right? I mean, it sounds obvious, but I'm not sure it's all going in one clear direction, or if we might run into a fog at some point. I think straightforward is a safe enough assumption to make for now. And while we might not know what that Lord of Phantasma wants with us, we know it's nothing good. So even if it's not like that, that doesn't change how ugly this could get, so let's get ready for just about anything. Who knows what's waiting for us up ahead? Something wrong, Reese. If you think you might have figured something out, the rest of the class would love to hear about it. No, it's nothing important. You're right, we should start getting ready to leave. It may be worth our while to investigate some of the doors we've encountered thus far, too. Yeah, I don't know what's up with those things, but there sure are a ton of them. At the very least, they don't seem to have been placed by any of our foes. I'm all in favor of investigating them, too. Ja, ich auch. Solange ich nicht ballern muss. Sorry, aber auf diesem Thema werde ich immer wieder rumreiten. Das wird in nächster Zeit nicht aufhören. So, wir haben jetzt für Joshua und von Chloe die, von Chloe sage ich schon, von Julia die S-Crafts gesehen, richtig? Das heißt, oh Gott, auf diese Truppe freue ich mich. Das heißt, ich werde jetzt diese beiden Mädels hier mit reinbringen. Nee, weißt du was? Ich werde erstmal den anderen ihre Dings wegnehmen. Equipment und Quarze und hast du nicht gesehen, damit ich die dann beim nächsten Mal den Neuzugängen quasi anlegen kann. Ich bin gerade nur am Überlegen mit den Türen. Warte mal, lass mich mal eben ganz kurz gucken. Also ich habe auch für einen kurzen Moment überlegt, nicht erst seit heute, da anhand von einem Guide zumindest zu gucken, wen du dafür brauchst. Aber ich will mich halt auch nicht spoilern im Hinblick darauf, welche Charaktere noch kommen. Also das hier hatten wir, das war unsere allererste Tür. Hier habe ich auf She-Ra getippt, das wird definitiv nicht Chloe sein und definitiv niemand, den wir aktuell bei uns im Team haben. Das hier war das, was wir schon abgeschlossen hatten. Das hier könnte einer unserer Jungs sein und Chloe. Diese Tür werden wir uns eventuell beim nächsten Mal genauer angucken. Ich meine, wir verlieren ja kaum Zeit, wenn sich herausstellt, dass das nicht die richtigen Leute waren. Das hier hatten wir schon, ne? Das war das mit der Ballerei. Schade, dass man das hier nicht sieht. Warum kennzeichnen die das nicht? Mit so einem ganz plumpen Häkchen oder so. So. The girl who loves to fish. Das hatten wir auch noch nicht aufgeschlüsselt, ne? Ist Chloe diejenige? Ich weiß es nicht. Bring me to the Fists of Steelwitch. Und hier hatte ich ja auf Sinn, beziehungsweise Zane getippt. Ja, okay. Also der ein oder anderen Tür werden wir beim nächsten Mal auf jeden Fall einen Besuch abstatten. Und ich werde jetzt, weil ich mit der Zeit schon wieder gar nicht klarkomme, so wie eigentlich jedes Mal, wenn ich zwei Folgen am Stück aufnehme und einen harten Cut da reinpacken muss, ich werde jetzt hier noch ein bisschen mit euch rumbasteln und umstellen. Ach, eine Sache können wir uns noch angucken, bevor jetzt die Ersten abschalten, weil sie denken, hier gibt es nichts mehr Spannendes zu sehen. Und zwar können wir uns mal angucken, welchen Support Chloe mitbringt. Das ist ja auch immer spannend bei neuen Charakteren. Better HP Recovery. Es ist interessant, aber die Prozente sind mir fast zu niedrig. Wenn bei der CP Recovery auch 5% wären. Ich meine, ich habe ja jetzt auch schon ein Malus auf unseren Defensivwert, ne? Aber der ist es mir auch wert, denn wir haben gut abgeräumt jetzt hier, seit wir Josette in der Supporter-Funktion drin haben. Ja, ich glaube, ich lasse das erstmal so. Aber gut zu wissen, das bleibt auf jeden Fall noch spannend. So, warte mal, jetzt habe ich die alle um ihre Equipment-Sachen erleichtert. Dann gehen wir jetzt hier nochmal auf die Ordnung. Schade, dass es hier nicht auch so einen Befehl gibt, der sagt, alles removen. Vielleicht gibt es den auch irgendwo und ich habe den nur noch nicht gefunden. Jetzt seht ihr mal, was ich offscreen so mache. Total spannend. Aber das, was am Ende am längsten dauert, das ist wirklich das durchgucken und nochmal neu anordnen. Also wenn ich das wirklich für die komplette
oder für komplett neue Charaktere mache, dann nehme ich in der Regel allen alle Quarze ab und fange nochmal komplett bei Null an. Das hilft mir dann immer für die Orientierung ein bisschen. So, aber die sind ihr Zeug jetzt los. Das heißt, warte, falsche Taste. Hier wollte ich hin. Das heißt, oh Gott, Chloe ist dabei. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich auch... Eigentlich finde ich Kevin in der Heilerfunktion ganz passend, wenn ich ehrlich bin. Wir können ja mal kurz gucken, was die Statuswerte so sagen. Vielleicht mache ich aus Chloe einfach so eine richtige Zauberangriffssau. Das klingt gerade leicht beleidigend, ne? Aber ich meinte so im Sinne von Rampensau, Pistensau, nur halt eben auf dem Schlachtfeld. Ja, weil sie ist, glaube ich, der einzige Charakter, der einen höheren Arztwert hat als einen Stärkewert. Wobei, gut, wenn ich jetzt eine aktuelle starke Waffe anlege, wird sich das wahrscheinlich auch wieder... eindingsen, aber ja, guck mal, alle anderen sind mit dem Stärkewert halt besser. Aber da müssen wir gucken. Also den Rest, den mache ich dann halt ohne euch. Ne? Also beim nächsten Mal sind Chloe und Tita dann auch mit den entsprechenden Quarzen und alles versehen. Ich werde dann für die ein oder andere Tür meine Truppe wieder umstellen, aber ich werde die beiden Mädels schon so weit vorbereiten, dass wir beim nächsten Mal dann auch direkt mit der Hauptstory weitermachen können, wenn wir nicht vorher durch irgendeine Tür durchkommen, bei der wir uns dann angucken, was da so abgeht und alles und überhaupt. Aber jetzt darf ich mich an dieser Stelle erstmal bei euch bedanken, dass ihr heute zugeschaut habt, dass ihr eventuell auch beim letzten Mal zugeschaut habt und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!